Ich will sie nicht in Schwierigkeiten bringen, deswegen sage ich, ich verstehe. Wir haben immer noch ein gutes Angebot an Speisen und Trinken, wenn du etwas anderes willst. Dann leb wohl. I'm here. Dörfler, Dörfler. Owina! Go check on that Orlan. Make sure he don't steal nothing. Owina, geh nach dem Orlaner sehen. Sorge dafür, dass er nicht stiehlt. Hm. Ja, hier sind nur Dörfler überall. Da würde es in den Keller gehen. Hier könnten wir nur klauen. Excuse me, was there something you need? Also Owina schreckt, sie schreckt auf. Verzeihung, kann ich dir irgendwie helfen? Sie regt die Hände und blickt wie gebannt zu Boden. Da lebt mal wohl. Und dann gibt's hier noch eine Kammer, in der Eilef heißt. No offense, but I already paid Hafrick for this room. Tut mir leid, aber ich habe Hafrick schon für dieses Zimmer bezahlt. Mhm. Never seen such a bloodbath. Feels like we got half the town survivors in here just drinking to forget it. Ich habe noch nie solch ein Blutbad gesehen. Die Hälfte der Überlebenden trinkt hier, um es zu vergessen. Der Zwerg überblickt die Menge mit nüchterner Miene. Trotz des halbleeren Krugs in seiner Hand, er schüttelt den Kopf und blickt wieder zu dir. But you must be looking for some refreshment too, after the way you handle them ogres, or perhaps a room. Say the word, and I'll give that shifty little Orlan the boot. Aber du wirst dich bestimmt auch stärken nach deinem Kampf gegen die Ogre. Oder wirst du vielleicht ein Zimmer? Sag einfach Bescheid, dann werfe ich diesen verschlangen kleinen Orlaner raus. Er nickt dir grob, aber kameradschaftlich zu. Welcher Orlaner? Showed up a few days ago. Sticks his nose out of the back room just long enough to empty his chamber pot. Ist vor ein paar Tagen aufgetaucht. Er steckt den Kopf gerade lang genug aus dem Hinterzimmer, um seinen Nachttopf zu leeren. Ein Blick zum Gang, als würde er den Orlaner herausfordern, sich zu zeigen. Up to no good, I tell you. I'd like nothing more than to see him gone, but I don't want a ruckus over it. Der führt nichts Gutes im Schild, das sage ich dir. Ich will, dass er weg ist, aber ich will keinen Ärger deswegen. Warum glaubst du, dass er Ärger macht? We get our share of lowlifes coming through here. Smugglers, fugitives, kith looking to avoid the sharp eye of the law. Hier taucht immer wieder irgendwelcher Abschaum auf. Schmuggler, geflohene Sklaven, Gestandene, die dem Arm des Gesetzes ausweichen wollen. Er hat aber Fugitives, also eigentlich Flüchtlinge, gesagt. Ways keeping to himself. Well, honest kids sure don't have cause for it. Er bleibt immer alleine, tut so geheimniskrämerisch. Ein ehrlicher Gestandener hat dafür keinen Grund. Ich könnte mit ihm reden. I'd appreciate it. And I suppose I don't need to remind you that I don't want you to hurt him. I'm sure you can find a more discreet way of handling the problem. Ich werde dir sehr dankbar und ich muss dich wohl nicht daran erinnern, dass du ihm nicht wehtun sollst. Du wirst sicher einen diskreteren Weg, das Problem zu lösen. Er blickt dich bedeutungsschwanger an. Nicht länger erwünscht. Hafrick, der Wirt der Gräfenrast, ist misstrauisch gegenüber einem seiner Gäste. Er sagt, der Orlaner hat in seinem Zimmer... Der Orlaner in einem seiner Zimmer würde sich seltsam verhalten. Hafrick will der Sache auf den Grund gehen. Hafrick ist überzeugt, dass er sein orlanischer Gast nichts Gutes im Schilde führt. Der Orlaner ist vor einiger Zeit aufgetaucht und hat sich mehr oder weniger in einem der Zimmer verschanzt. Hafrick will ihm loswerden. Ich soll ihm aber nicht wehtun. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Not to be rude, but I'm rather busy. Can't you get another room? Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin beschäftigt. Kannst du dir nicht ein anderes Zimmer nehmen? Der Orlaner dreht sich mit einer schnellen nervösen Bewegung um und blickt an dir vorbei. Seine Ohren an den Rändern zerfetzt und voller Kerben liegen dicht an seinem Kopf an. Hafrick schickt mich nach dir zu sehen. Er sagt, du würdest etwas im Schilde führen. Hafrick schickt mich, um nach dir zu sehen. Er mag keine Orleaner, also glaubt er natürlich, du würdest was im Schilde führen. Vergiss es. Nehmen wir die 1. He... What? Oh no. No. Er... Was? Oh nein, nein. Er fährt sich mit den Krallen durchs Haar und zieht an seinen lang zerklüfteten Ohren. Ich weiß nicht, warum er so etwas glauben sollte. Is she there? Did you see her? Ist sie da? Hast du sie gesehen? Er lädt sie zur Seite, um an dir vorbei zur Tür zu blicken. Du wirkst nervös. I was a slave in Raid Saris. I ran away, made it here.
The mountains are usually the best place to lose slavers, but Duval is one of the best. Ich war Sklavin Rezeras, ich bin davongelaufen. Ich habe mich hierher durchgeschlagen. In den Bergen kann man Sklavenjäger am besten abschütteln. Aber die Falle ist eine der besten. Er spielt mit zitternden Händen an seinen abgewetzten Wams herum. Aha, wie fürchterlich, wir müssen noch etwas tun können. Es tut mir so leid, kann ich dir helfen? Vielleicht sollten wir es jemandem sagen. Stormwood würde das niemals erlauben. Vielleicht liefere ich dich aus. Lass das Gestammel und sag mir, was du willst. Wie fürchterlich, wir müssen noch irgendwas tun können. I just want to get out of here. I've scraped together enough money to reach New Haomar. Ich will einfach nur weg hier. Ich habe genug zusammengekasst, um nach New Haomar zu kommen. New Haomar, das ist wohl kaum eine Er hält inne, die Augen weit aufgerissen. Ich meine, es ist schön dort. Wird dir gefallen. But the locals talk about a Raid Saren party, camped west of town. Aber die Einheimischen berichten von einer Gruppe Rezeraner, die westlich der Stadt kampiert. Er zupft an seinem lumpigen Hemdsärmel. It's got to be Devala. She's been after me since the foothills. I'll pay you if you can get rid of her. I don't care how. Es kann nur Devala sein. Sie ist schon seit dem Vorgebirge hinter mir her. Ich bezahle dich, wenn du sie loswirst. Ganz egal wie. Na gut. Thank you. But be careful. She wouldn't have come alone. Danke sehr, aber sei vorsichtig. Sie ist gewiss nicht alleine gekommen. Aelith versteckt sich vor Devala, einer Sklavenjägerin, die aus Rezeres gefolgt ist. Er kann die Stadt erst verlassen, wenn sie keine Gefahr mehr darstellt. Gerichte zufolge hat eine Gruppe Rezeraner irgendwo westlich der Stadt ihr Lager aufgeschlagen. Mhm. Das wäre nach Karte... irgendwo hier im Rotwald. Ich gehe aber zuerst in die Langsichtfälle. So, jetzt tausche ich erst einmal meine Leute aus und raste und... Nee, mache Level ab und raste dann. Du willst dir die Hände wärmen, ja? Was kann ich für dich tun? Erstmal sage ich, leb wohl und mache einen Quicksave. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt ehrlich sein soll und ihm sagen soll, dass ich den Schnaps stehlen soll. Du willst dir die Hände wärmen, ja? Was kann ich für dich tun? Ich dachte, du solltest wissen, dass Rayfeld mich gebeten hat, deinen Schnaps zu stehlen. Did he? That shifty little crook never learns. Ach, tatsächlich, dieser verschlagene kleine Dieb lernt einfach nicht. I'll have it put away somewhere safe. Thank you for doing the decent thing. Here, for your honesty. Ich verstecke den Schnaps an einem sicheren Ort. Danke, dass du so viel Anstand hast. Hier für deine Ehrlichkeit. Quest gescheitert, ein edler Tropfen. Ist der jetzt einfach weg oder was? Also, nee. Die Quest möchte ich erstmal behalten. Ich überlege aber noch, was ich mit der Quest mache. Weil vielleicht kriege ich eine Flasche aus ihm raus, sobald ich Dürgans Batterie offen habe. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. So, okay. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Ich hätte gerne ein Zimmer. Bear pelts on every bed. You won't be disappointed. Beste Bärfell auf allen Betten, du wirst nicht enttäuscht sein. Mhm. Gewandtheit macht Verfassung im Goldwall. Das ist nicht schlecht. Allerdings mal erstmal gucken, was hat er denn so? Ein paar Tränke. Nehmen wir erstmal die Dietriche mit. So, jetzt. See you when I see you. Alle von Zagani erstmal raus und die beiden dafür rein. So. Aha. Hier beide nach vorne. Dann müssen wir hier auch ein bisschen umswitchen. So. Und dann Level-Ups für die beiden machen. Die würde ich eigentlich gerne auf eine große Axt. Haben wir eine große Axt? Gucken wir mal, was haben wir für
Große Äxte. Das ist eine Mordaxt. Keine Streitaxt. Gibt's sowas überhaupt? Hier sind nur Fernkampfwaffen, Dolche. Außergewöhnliches Kriegsbeil. Ich könnte ja auch eine Mordaxt geben, aber eigentlich habe ich eher... Streitäxte sind einhändig und Streitflegel auch. Hm. Naja, und er ist eh auf Faustkampf getrimmt. Gucken wir einfach mal, während wir das Level abmachen. Also. Bei ihr brauchen wir eigentlich nur Athletik und Überleben. Pumpen. Gucken wir mal offensiv. Mordaxt, Panzerbrecher, Streitflegel, Zauberstab, Kriegsbogen. Streitaxt, Schwert, Morgenstern, Armbrust. Wie sieht's mit Raufbold aus? Säbel, Stilett, Keule, Donner, nö. Soldat. Zweihänder, Pike, Kriegshammer, Arbalest, Arkebuse. Streitflegel. Streitaxt, Schwert, Morgenstern, Armbrust. Dolch, Rapier, Streitkolben, Zepter, Star, Edelmann passt nicht zu ihr. Bauer. Beil, Speer, Kampfstab, Jagdbogen, unbewaffnet. Dann würde ich sagen, Waffenschwerpunkt Ritter, auch wenn sie nicht aussieht wie ein Ritter. Weil sie ein Barbar ist. Und das kann jetzt eine Weile dauern. Raserei. Versetzt den Barbaren in einen rasenden Zustand. Einmal pro Begegnung plus 4 Macht plus 4 Verfassung. Angriffsgeschwindigkeit, Abwehr, Gesundheit und Ausdauer verborgen. Das ist halt so der Standard für Barbaren. Einmal pro Begegnung Ausdauer. Also Heilung. Passiv. 25 Schaden, wenn Ausdauer unter 25%. Das könnt ihr auf jeden Fall gebrauchen. Und dreimal pro Ruhephase. Plus 3,5 Bewegungsgeschwindigkeit, plus 12 Verteidigung beim Zurückziehen. Kann ich durch Angriffe gebunden werden? Nee, nehmen wir erstmal Blut überströmt. So. Athletik. Weiter. Präzises Blutbad. Plus 5 Genauigkeit. Barbarischer Hieb. Einmal pro Begegnung. Der zusätzliche kritische Treffer verursacht und den Schaden von kritischen Treffern erhöht. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber nehmen wir erstmal Blutbad. So. Ah. Einer steht alleine. Plus 2 Feinde werden zum Flankieren gebraucht. Plus 20 Nahkampfschaden. Das wäre nicht schlecht. Weder Sprint ist dreimal pro Ruhephase. Ruhe Gewalt. Greife Tapferkeit anstatt Abwehr an, wenn Tapferkeit niedriger ist. Das ist nicht schlecht. Sobald er persönlich 2 Gegner erledigt hat, erhöht sich seine Angriffsgeschwindigkeit. Ja, wenn der Barbar mit einem Getümmel ist, das wäre schon mal was. Aber das hier wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir aber erstmal Raserei, das wird er brauchen, der Barbar. So, jetzt können wir da Punkte geben. Größere Raserei. Plus 2 Macht, plus 2 Verfassung nochmal obendrauf. Ich glaube, das gebe ich hier auch gleich. So, nächste Stufe. Mehr Überleben.
Blutdurst. Nachdem er einen Feind getötet hat, ist der Barbar auf keine Erholung angewiesen, sondern kann sofort wieder angreifen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist die Angriffsgeschwindigkeit. Alleine die Gegenwart des Barbaren wird so schön, dass alle Hanan-Gegner mit überlegener Furcht dafür wehren. Solange sich der Barbar nicht bewegt, erleiden alle Feinde in der Nähe den Effekt, den Erkrankteffekt. Dickhäutig. Schadensreduktion, das ist nicht schlecht. Nehmen wir das mal. So, nächste Stufe. Athletik. So, wir können jetzt noch den barbarischen Hieb einmal pro Begegnung machen. Hätten wir offensiv oder defensiv noch irgendwas?